We might also check the LMD. Okay, I'll give it to you again. That's fixed. All you need for pictures. Roger. Wir befinden uns im bayerischen Teil Deutschlands, in Dillingen an der Donau. Wer eine sprachliche, humanistische oder naturwissenschaftlich-technologische Ausbildung sucht, wird hier fündig. Circa 30 Klassen werden von mehr als 50 Lehrern in den verschiedenen Zweigen auf das Abitur vorbereitet. Herzlich willkommen am Johann-Michael-Seiler-Gymnasium. Die jüngsten unserer Schüler sind gerade 10 Jahre alt und werden voraussichtlich bis zum 18. Lebensjahr ihre Schulzeit am Seiler verbringen. Die Schülerzeit beläuft sich auf 800 mit in etwa gleich vielen Mädchen wie Jungen. Das Gymnasium in Dillingen wird 1550 vom Kardinal Otto Durchsess von Waldburg gegründet. Es war damit eines der frühesten Gymnasien in Schwaben und führte auf ein Universitätsstudium hin. Die Lateinschule wurde 1563 an die Jesuiten übergeben. 1551 wird gleichzeitig die Universität gegründet. 1715 ein eigenes Gebäude, die heutige Studienbibliothek. 1961 der Umzug in die Ziegelstraße. 3 Jahre darauf, 1964, wird das Gymnasium nach dem ehemaligen Professor Johann Michael Seiler benannt. 1977 kommt ein Neubau hinzu. Hallo, wir befinden uns hier am Johann Michael Seiler Gymnasium in Dillingen. Darf ich Sie auf eine kleine Tour durch unsere Schule einladen? Hier sehen Sie unseren renovierten Feierraum. Er dient als weiterer Aufenthaltsraum für unsere Schüler und als Möglichkeit, Ausstellungen unserer Schule zu präsentieren. Bietet den täglichen Pausenverkauf, die abwechslungsreiche Mittagsverpflegung, das moderne Internetcafé sowie 2 angeschlossene Hausaufgabenräume. Nun sehen Sie den Kunstwerk der Schule. Das Schulhaus wird regelmäßig von Schülern verschönert. Schüler können sie nicht nur geistig, sondern auch körperlich ausleben, beispielsweise in den Turnhallen oder im Bewegungsraum. Hier im Erdgeschoss des Neubaus sind vor allem die Klassenräume der Oberstufen. Im zweiten Stock des Neubaus sind hauptsächlich Chemie und Biologie. So
vielfältigen Chemie- und Biologiesammlung ist ein anschaulicher und interessanter Unterricht möglich. Auf. Da! Renn! 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 Los! Los! Schnell, mehr Motivation! Da. Komm! Okay. Ist es schon dran? Nein, ups. Warte. Hey, wie statt mit Cafeteria? Auf jeden Fall nicht mit C-A-F-F-I-E-E. Kaffee sowie zwei angeschlossene Hausaufgaben wollen wir an. Dank unserer vielfältigen Chemie- und Biologiesammlung. Jetzt habe ich es im Singular gesagt. Dank unserer. Ich schreibe es nicht auf, weil ich schaue, wie du das ausgleichen. Okay. Dank unserer vielfältigen Chemie. Okay. Dank unserer vielfältigen Chemie- und Biologiesammlung ist Ende. Ich liebe es so far. Nicht sowas. Take two. Doch, mit der ganzen Text mehr gekriegt. Also, hier im Neubau. Okay. Also, hier im Erdgeschoss des Neubaus sind vor allem die Klassenräume der Oberstufe. Du stehst voll weit weg. Wer nimmt man dich ganz? Ach so, ja, dann geh weg. Nein! Okay. Also, hier im Erdgeschoss des Neubaus befinden. Zweite. Okay. Hier im Erdgeschoss des Neubaus sind vor allem die Klassenräume der Oberstufe. Und so Schule hier oben, was sagt ja. Du bist halt den Film von denen vom letzten Jahr, die nicht so. Du kannst schreien. Danke. Dafür haben wir jetzt wieder meine Kamera. Mein Jakob, darf ich schon herkommen? Ja. Cool, bleiben, du kriegst schon mal. Oh Mann. Was machen? Darf ich jetzt? Das rote Lämpchen blinkt schon mal. Okay. Hier im Neubau sind vor allem die Klassenräume der Oberstufe.